Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Chrono Cross. In der letzten Folge wurden wir aus unserer eigenen Bude herausgeworfen. Und dieser Mann behauptet, er lebt seit 5 Jahren dort. Also was zum Teufel ist hier los? Egal, wir werden jetzt erstmal weiter Items suchen. Wir werden es noch früh genug herausfinden. Früh genug. Und warum betest du Nikia? Dies. Ja, oh, jetzt habe ich gespoilert, ich Doofi. Humina, Humina, was für ein Mann. Was für ein Bild von einem Mann. Das ist Mickey hier von den Magical Dreamers. Was für ein Glück es wäre, wenn Nikia ein Konzert in der Hafenstadt von Termina macht. Oder auftreten würde. Das wäre wie der Himmel auf Erden. Es zahlt sich aus, alt zu werden. Ich kann nicht glauben, dass ich noch in der Lage bin, Nikis wunderbare Stimme zu hören. Wow, wow, Fremder. Sag mein Großvater bitte nichts davon. Nee, würde ich nicht, aber das ist schon wirklich seltsam. Aber ja. Und wir haben wieder, was wir untersuchen können. Wenn ich da... So. Keine Antwort, es ist nur ein Pott. Keine Antwort, es ist nur ein Krug. Keine Antwort, es ist nur ein Krug. Ich will aber mit dir reden, Krug. Antworte! Was willst du nun? Ich sagte, ich bin nur ein Krug. Also gut. Jetzt nimm es schon, Mann. Bitte. Und wir haben ein Icelands gefunden. Oh, das ist noch ein toller Eiszauber. Oh, die Animation sehe ich zum ersten Mal. Pushul spielt mit seinem Schloss. Das ist irgendwie knuffig. Aber Pushul. Okay. Genug mit Pushul geknuschelt. Genau, knuschelt. Jetzt will ich diesen Vorhang aufmachen, weil da ist wieder ein Schatz. Mit einem Tablet. Tablet kann man brauchen. Aber wenigstens ist es hier wesentlich aufgeräumter, aber... Was zum Geier ist immer noch los? Ich habe keine Ahnung. Und da ist eine Mieze drin. Das ist süß. Ich mochte schon bei Skyward Sword, da habe ich schon allein immer mit diesen kleinen Katzen gespielt. In den ersten Stunden. Bis ich dann in der zweiten Spielstunde herausgefunden habe, dass die in der Nacht total biestig werden. Das ist total... Aber Skyward Sword ist ein schönes Spiel. Ich sollte eigentlich auch mal weiterspielen mit Skyward Sword, aber meine Wii ist momentan nicht in greifbarer Nähe. Und so. Also muss es noch ein bisschen warten. Und ich will in dieses Haus. Damit wir was finden. Nämlich... Oh. Ein Photon Ray, aber das ist jetzt nicht so interessant. Seht ihr da hinten? Ich glaube, da steht Lina. Grüß Gott, Kleiner. Du bist ein neues Gesicht in diesem Dorf. Vielleicht ein Freund von Lina. Du findest Lina draußen am Pier beim Babysitten. Okay. Also Lina ist da drüben. Stellen wir sie mal gleich zur Rede. Und finden raus, was zum Teufel hier überhaupt los ist. Yippie! Nein, ich rette dich! Oh, fuck. Okay, jetzt wirst du von Haien gefressen. Wahrscheinlich nein. Und... Oh, hier ist wieder Sprite-Lag angesagt. Okay. Lina! Lina! Da bist du ja! Warum verlässt du uns einfach und gehst alleine zurück? Zurückgehen? Alleine? Was redest du, Pushul? Und wer bist du? Haben wir uns vorher schon mal getroffen? Bist du aus Termina? Pushu? Was sagst du da, Lina? Hey, ja, du! Hör auf, Lina anzumachen, du Depp. Sei nicht albern. Schwimm nicht zu weit raus. Habt ihr gehört? Okay, verstanden. Kinder. Ich denke, Kinder werden auch immer Kinder bleiben. Mach dir keine Sorgen um sie. Weißt du...
Du siehst fast genauso aus wie der Junge, der neben mir gewohnt hat. Wie war sein Name? Warum? Warum willst du seinen Namen wissen? Dieser Junge starb. Er ertrank, als er noch sehr klein war. Das alles ist vor genau 10 Jahren passiert. Gleich danach ist seine Mutter auch gestorben. Ich war noch sehr klein. Also erinnere ich mich allzu gut daran. Aber meine Mutter sagte, sein Name war... Search. Search? What? Aber, ich bin doch Search. Du bist Search? Ach, hör auf, das ist nicht einmal lustig. Dieser Junge ist tot, verstehst du das nicht? Dieser Junge, ich glaube, ich habe ihn irgendwie gemocht. Wenn dieser Junge noch am Leben wäre... Ich frage mich, was aus uns geworden wäre. Sicher ist es seltsam. Warum? Warum gehe ich mit dir so vertraut um? Nun, ich glaube, es bringt nichts, über die Vergangenheit nachzudenken. Es ist nicht so, dass Sir Jima zurückkommen würde. Meine Mutter sagte mir immer, ich sollte nicht lang über ein... Sollte nicht über einen verlorenen Geliebten nachweinen. Du kannst sein Grab an Cape Howell finden. Warum gehst du nicht und besuchst das Grab? Es war schon lange niemand dort oben. Nun, ich habe noch einige Sachen, die ich erledigen muss. Sorry, dass ich dich so angeblärt habe. Auf Wiedersehen, Fremder. Okay, irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Warum erkennt uns Lina nicht? Und warum sind wir vor 10 Jahren gestorben? Okay, und wir sind immer noch am Leben, also... Das bringe ich jetzt irgendwie nicht komplett klar, aber okay. Wir sollten mal auf Cape Howell vorbeischauen, hat sie gesagt. Das machen wir dann auch. Okay, Arnidorf, dann gehen wir mal zum Cape Howell. Okay, und es hat so einen richtig schönen Orangeton und es sind wieder Beachbombs hier. So, Nummer 1. Okay, relativ einfach, Schatzkiste, die möchte ich haben. Wir haben einen Knochen gefunden. Okay. Und diese Kiste möchte ich auch noch öffnen. Und da ist ein Elektrojolt. Okay. Ein gelbes Element. Sehr schön. Okay. So, dann wollen wir mal endlich zum Grab gehen. So. Aber der Sonnenuntergang, ich finde, es sieht voll schön aus und das sind die Möwen. Also für ein PS1-Spiel, muss ich sagen, hat es sehr viele schöne Details. Es ist irgendwie schön, aber ich muss jetzt das Grab angucken, okay. Schauen wir mal. Ah, Pushul geht ein bisschen zurück, okay. So, als ob es auf uns warten würde. Da ist etwas geschrieben auf diesen Grabstein. Rest in Peace, unser geliebter Search, gestorben im Alter von 7 Jahren. Niemand kann ihn etwas wegnehmen. Niemand kann ihn etwas geben. Was einst vom See kam, ist zum See zurückgekehrt. Richtig schön irgendwie. Aber was bedeutet das alles? Also musste dieser Search sein.
Der Geist des Jungen, der vor 10 Jahren gestorben ist. Und wer bist du? Oh, Puschul! Bleib stehen! Sorry, Kleiner, aber wir haben kein Interesse an deinen Freunden. Wir sind nur hinter dir her. Sei ein braver Junge und komm mit uns. Und du siehst mal so gar nicht aus wie Sephiroth, aber okay. Aber Sir Karsh, glaubst du, dass es wirklich dieser Junge, dass dieser kleine Knirps ein Geist ist? Es sieht aus wie ein perfekter junger Mann für mich. Das ist egal. Wir haben diesen Jungen gefunden. Genau wie er meint, dass wir ihn finden würden, oder? Nun tötet ihn. Haltet den Ball flach. Aber wer bist du? Wow. Oh, hallo. Hübsches Mädel. Wer zum... Wow. Episch. Aus dem Weg, Göre. Du willst doch nicht... Du willst doch nicht, dass wir dir wehtun, oder? Halt dein Maul! Ihr seid diejenigen, die besser den Abflug machen sollen. Hast du ein Problem? Hast du die blasseste Hast du keine Ahnung, mit denen du es jetzt tun hast, du Göre? Das reicht! Hör zu, Kleiner. Unsere Befehle lauten, dass wir dich mitnehmen sollen. Wir wollen dir nicht wehtun. Komm einfach mit uns. Oder wird diese Axt von mir dich zum Reden zwingen? Oder das Reden übernehmen, besser gesagt. Fürs laute Rumblären, würdet ihr einfach den Mund halten und einfach aufhören? Oder einfach drauf anlegen? Oder ein, keine Ahnung. Ich werde eure lausigen Hintern so hart treten, dass ihr auf dem Mond landet. Fair genug. Du lässt uns keine andere Wahl. Du wirst es bereuen, du Göre. Und das ist unser nächster Bossfight gegen Karsh und seine Lakaien Salt and Pepper. Und das Beste, was wir machen, wir nehmen zuerst Karsh den Wind aus den Segeln, weil der relativ nerven kann. Machen wir das noch einmal. Ich habe kein gelbes Element ausgerüstet, um grünes Element zu kontern, aber okay. Ja, und ihr trotzdem Aquabeam um die Ohren. Das macht trotzdem gut Schaden. Okay, Kid. Oh, du machst aber gut Schaden. Okay, das ist eher lausig. Sir, seine Hauptelementfarbe ist weiß. Stimmt. Also muss das es bringen. Schnell, attackiert hier mit dem gegenteiligen Elementattributfarbe. Schwarz. Unglücklicherweise, ich glaube, ich habe kein schwarzes Element dabei, Sir. Du Idiot, du solltest immer Elemente mit verschiedenen... solltest immer verschiedenfarbige Elemente mit dir haben. Was ist mit dir da drüben? Ich befürchte, Ihnen sagen zu müssen, dass ich auch keins habe. Fail. Wir müssen es dir überlassen, Karsh. Zeige uns, wie das funktioniert. Ach, nutzlose Idioten. Echte Männer brauchen keine Magie, wenn sie mit ihrer ganzen Kraft kämpfen.
Okay, Kid. Hau Karsch noch eins um die Ohren und dann kannst du ja angreifen. Wir haben ein Tablet. Oh, 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 Magma Bomb. Die zeigt. Oh, auf alle Feinde. Oh yeah. Das machen wir doch mal glatt. Weil es hat nicht viel Schaden gemacht. Okay. Dann müssen wir weitermachen. Oh. Aber Kar strauchelt nicht einmal. Das dauert mir ein bisschen zu lang. Ich glaube, ich hätte bei Search noch die Elemente ein bisschen ändern können, aber... Nun gut, das müssen wir jetzt so irgendwie hinbekommen. So. Es wird fehlig, der Kampf, aber wir werden es schon hinkriegen. Photon Beam auf dich oder Photon Ray. So. Ja, der strauchelt nicht einmal, okay. Stirb endlich, Karsch. Erstmal hau ich dir noch ein bisschen Schaden. Oh, wie... Hört endlich auf, meine Angriffe ständig zu unterbrechen. Meine Güte. Oh, jetzt strauchelt er. Frissen Feuerball. Gleich wird dir schön warm. 20. Okay, viel hat er nicht mehr. Okay, verfehlt. So. Aber viel darf er jetzt nicht mehr haben. Aha, tot. Okay, Karsch ist tot. Und ich kann nur noch Tablets verwenden, weil ich beim Element ausrüsten gepennt habe. Okay. Aber ich glaube, das werden wir auch so packen irgendwie. Ich hoffe es zumindest. Aber ich sehe schon, meine Zeit ist eigentlich schon abgelaufen, aber ich werde jetzt diesen Kampf jetzt halt noch zu Ende führen. So. Stirb endlich. Edzard. Bleibt nur noch einer. So. Okay. Wir müssen das eigentlich gleich haben. Du kriegst jetzt noch einen Feuerball ins Gesicht geschmissen. Ha, tot. Sehr schön. Okay, dann wird es heute, glaube ich, eine etwas längere Folge. Aber nun gut. Weil die ist ja auch relativ wichtig. Und wir haben unseren zweiten Level-Up-Stern bekommen. Yay! Oh, Serge hat 17 HP dazu gekriegt und dieses seltsame Mädchen 14 HP und Stärke und Magie auch gut. Und wir heilen uns erst einmal und wir haben einen Powerhandschuh bekommen und eine Eisenweste und eine Elfenbeinweste und Kupfer. Okay. Ja. Haha. Quatsch. Ich glaube, wir machen hier uns so schnell weg und damit wir überleben und wieder zurückkommen, um sie wieder zu bekämpfen. Ja. Das sind keine gewöhnlichen Görn, mit denen wir jetzt zu tun haben. Ah, verdammte Feiglinge. Und was dich betrifft, du Grotzgöre, das werden wir dir nicht vergessen. Das werden wir nicht vergessen. Stotter Raphael. Oh, ich habe ja solche Angst. Es wäre mein Vergnügen, euch wieder das Fell über die Ohren zu ziehen. Jederzeit. Glaubt ihr, ich verliere
gegen solche Luschen wie ihr? Ha! Alles in Ordnung, Kumpel. Serge, dein Name ist Serge, oder? Ach, ich? Ich heiße... Und genau da machen wir einen Cut. In der nächsten Folge wird uns Kit sagen, wer sie ist und ja, was sie von uns will. In der nächsten Folge von Let's Play Chrono Cross. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!